Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Ja, einen schönen guten Abend. Guten Abend bei Orga TV. Unser heutiges Thema Ethik. Herr Kollege Lorenz, willkommen bei Orga TV. Ja, danke. Bei uns. Waren Sie schon mal im Internetfernsehen überhaupt? Keineswegs. Das heißt, also jetzt haben Sie also die Chance, dass Sie also weltweit bis nach Südamerika empfangen werden können. Wenn dort jemand Deutsch spricht. Wenn dort jemand Deutsch spricht, ja. Und wenn jemand Interesse hat, dann über Unternehmensethik und Ethik zu diskutieren. Ja, was wir diskutieren möchten, ist das Wort Ethik, das Konzept Ethik. Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja, dass zurzeit in deutschen Unternehmen sehr viel über das Wort Ethik gesprochen wird, dass gerade auch sehr viele Unternehmen diskutieren, ob sie sich damit beschäftigen können. Wo taucht Ethik in dem Bereich der Philosophie auf? Ethik ist natürlich eine alte Disziplin in der Antike erfunden, von Ethos, Verhalten, also eine Theorie darüber, welche Verhaltensregeln im privaten und öffentlichen Raum geeignet sind, Zusammenleben möglich zu machen. Mhm. Und darüber ist dann 2000 Jahre gestritten worden und wir haben noch heute zwei große, miteinander konkurrierende Richtungen. Eine Glücksethik, die aus der Antike stammt, ob das Maximieren oder überhaupt das Erreichen einer Zufriedenheit, individuellen Zufriedenheit, das oberste Ziel des Lebens ist. Oder eine Pflichtethik, vor allem mit dem Namen Kant verbunden, ob es darum geht, aus der Befolgung von allgemeinen Regeln, die als Pflichten gelten, die Befriedigung zu ziehen, wobei diese allgemeinen Regeln verträglich sein müssen. Und diese beiden Richtungen sind natürlich im Streit miteinander. Pflichten zu befolgen bringt kein Glück, nicht unbedingt. Für das Glück zu sorgen. Bei den puritanischen deutschen Tugenden? Tja, das wird dann denunziert als, das ist ja bloß eingeredet. Und wer sein Glück befolgen will, ja, der darf auf Pflichten keine Rücksicht nehmen, sondern der muss tun, was immer sich dafür eignet. Und damit ist der Streit programmiert. Wenn wir mal zurückgehen und das Ganze versuchen, auch mal auf Leute zurückzuführen. Sie haben es erkannt, wir haben jetzt hier vorsortiert, ich weiß nicht, wie kann man das alles erfassen. Auf die Figuren kommen wir gleich noch. Also, auch Hochschullehrer sind ja kreativ, so deswegen haben wir uns das hier was anderes überlegt. Das erste, was wir haben, sind die Gläser. Also, da haben wir ein paar Leute schon mal zu sehen. Ja. Den Herrn Kant haben Sie erwähnt. Da ist der Pflichtethiker. Aristoteles? Und Aristoteles, das ist der Glücksethiker. Okay, da haben wir mal, ja, mal eindeutig positioniert. Jawohl. Kant versus Aristoteles. Auf den Darwin kommen wir nachher nochmal. Das ist ein Diskursethiker. Und dann haben wir noch den Herrn Habermas, den wir vielleicht auch noch. Ja, das haben wir natürlich auch, ein Diskursethiker. Den können wir noch. Ja. Das meinte ich mehr mit dem Diskurs, den ich habe. Ja. Für jemanden, das ist der echte Diskursethiker. Okay. Bevor wir auf die kommen, also die Bücher sind jetzt mal weg, das sind die ganzen Leute, die das darüber geschrieben haben. Nehmen wir das mal praktisch an, das Problem, damit unsere Kamera auch irgendwas Interessantes einfangen kann. Bauen wir mal eine Welt. Wir haben auf der einen Seite die Grünen, das Unternehmen. Ja, das sieht also aus, als käme es vom Mars. Ja, Sie haben vorhin schon gesagt, wir bräuchten unbedingt zwei Unternehmen. Fände ich eigentlich ganz gut. Warum auch wenn nicht zwei Unternehmen? Damit der Wettstreit zwischen Anbietern derselben Güter auch eine Rolle spielt. Sonst haben wir automatisch Monopole. Und Monopole sind? Dann kann man nicht alles, dann kommen nicht alle Phänomene vor, die interessant sind, jedenfalls keine moralisch interessanten. Okay, gut. So, das heißt, wir haben jetzt mal folgende Situation. Wir haben mindestens zwei Unternehmen. Unternehmen 1 und Unternehmen 2 haben dann Bürger, Konsumenten. Die sehen sehr martialisch aus. Ja. Da müssten sie sich furchtbar wehren gegen allerlei Unwill. Ja, insbesondere auch gegen ihre Regierungen. Die haben wir auch, vor mir die Regierungen. Tja, stopp. Da haben wir noch Regierungen. Die sehen noch martialisch aus. Dann haben wir noch die Denker. Ja. Oder wie soll man die bezeichnen?
halten wir sie mal Denker, das heißt, die sind sozusagen zur Festtagsbeleuchtung. Perfekt, aber das sind ja die, die vielleicht über Ethik nachdenken. Nachdenken tun sie. Also die setzen wir in die Rubrik dieser Leute, ja, die dort hier nachdenken tun sie. Wenn nicht wegdrehen. So, und dann haben wir noch ja, die Geschichte, wo wir eigentlich herkommen, die Evolution. Das können wir fast so mit Herrn Darwin noch packen. Gut, das lassen wir mal dazu, das ist die Natur, das sind die Pferde, ob wir die brauchen, weiß ich nicht. Zum Nutzen sind die Irritation da. Ja. Ja, dann haben wir noch irgendetwas, das fällt nicht mehr ganz. Das ist, finde ich, sehr signifikant. Das inwiefern? Weil das nicht mehr ganz hält. Sie meinen, das ist die Idee, dass drüber liegende... Das hält so heute nicht mehr so recht. Ja. Also vielleicht als Information für die Kamera, falls das irgendwie die Kamera interessiert. Wir haben dafür eigentlich ursprünglich einen schönen Fuß gehabt. Der ist nur kaputt gegangen. Ja. Gut, wenn wir das jetzt mal als Ausgangssituation für die Welt uns angucken. Und ich jetzt als Naturwissenschaftler suchen müsste, wo haben wir jetzt Ethik? Weil wir haben die Ethik quasi als Logiksystem drüber. Und jetzt haben wir Moral als Verhaltensrichtlinien. Und dann haben wir eine Sache, das haben Sie mir schon erklärt, das habe ich verstanden. Mhm. Dann gibt es Gesetze, also eine spezielle Klasse von Moral. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Gesetze im Sinne von kodifizierte Struktur, dass sie sich versuchen, an die Gesetze zu halten. Die vor allen Dingen eben auch sanktionsbewehrt sind. Das heißt, wer sich nicht an die Regeln hält, an die gesetzlichen Regelungen hält, muss mit Folgen rechnen, falls er dingfest gemacht wird. Also quasi mal Gesetz und Sanktion jetzt mal außen vor gehalten. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt als Naturwissenschaftler Ethik, Moral im Sinne von nicht gesetzliche Verhaltensnorm suchen müsste, wo ist die? In der Natur gibt es das nicht. In der Natur gibt es weder wahr und falsch, noch richtig, also gut oder schlecht. Gut, also Natur haben wir schon mal aussortiert. Natur ist weg. Da gibt es keinerlei. Gut. Da gibt es natürlich Verhaltensweisen der Lebewesen. Aber okay, Ethik haben wir gesagt, haben wir nicht. Aber irgendwelche Beurteilungen, ob die nun gut sind oder nicht, gibt es nicht. Mhm. Im Verlauf der Naturgeschichte erweisen sich bestimmte Verhaltensweisen als überlebensfähig und gewisse andere nicht. Mhm. Jetzt kommen Unternehmen zur Zeit, und da haben wir eben gesehen, es gibt schöne Bücher, Unternehmensethik, Medienethik und alles Mögliche. Mhm. Beschäftigen wir uns mit der Frage, in diesem Unternehmen gibt es moralische Grundsätze. Gibt es die? Warum gibt es die? Ja. Was steuert dieses Menschen hier? Ob dieses Menschen sich nach moralischen Grundsätzen richtet oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde jedenfalls, wenn ich es rauskriegen möchte, fragen oder nachfragen, wie ist es erzogen? Welche Erziehung hat es genossen? Mit welchen Verhaltensmustern ist es aufgewachsen und welche befolgt es immer noch oder hat sich weitere zugelegt. Das heißt, ich würde immer nach der fraglichen Erziehung schauen, um herauszubekommen, welche Grundsätze befolgt werden. Also Moral quasi so als tradiertes Wertesystem. Tradiertes Wertesystem, ja. Mhm. Und das ist natürlich heutzutage kein einheitliches mehr, sondern vielfältig gebrochen und aufgesplittert. Mhm. Würden Sie sagen, dass es in Unternehmen, jetzt lassen wir die Welt mal außen vor, gibt es da sowas wie Moral? Da muss ich Sie fragen, ich kenne mich im Unternehmen nicht aus. Ist es so, dass Unternehmen, ja, wie soll man sagen, sowas wie Corporate Identity entwickeln, die sich durch bestimmte Verhaltensmaximen charakterisieren lassen. Gibt es das oder nicht? Gut, es gibt die Normen und Wertesysteme, die gibt es. Die Frage, ob das Werte sind, die im positiven Sinne existieren, ist eine andere Geschichte. Gut, das Wertesystem in Unternehmen kann durchaus auch bedeuten, jeder ist sich selbst am nächsten. Und wenn das ein allseits akzeptiertes Wertesystem ist, dann charakterisiert das auch das Verhalten in Unternehmen. Ja. So gesehen ist eigentlich die Frage der Unternehmenskultur, CI, wie Sie es bezeichnet haben, führt das mehr in die Richtung, ja, wo wollen die eigentlich sein? Ja, was sind so die Zielsetzungen auf der einen Seite, also die Gebäudesystem, auf der anderen Seite natürlich auch die Idee,
was sind die praktizierten Verhaltensweisen. Und in dem Zusammenhang wird ja immer diskutiert, ob es noch irgendetwas gibt in dieser ganzen Gesellschaft, die wir hier vor uns haben. Mhm. Was letztlich mehr ist als die Fragestellung, befolge ich Gesetze aus Angst dafür, eine Sanktion zu erleiden. Das heißt, wenn ich also beispielsweise die Möglichkeit habe, am Abend, wenn man nach Hause geht, irgendwas zu stehlen, und ich weiß eigentlich, ich werde nicht erwischt. Nun, das würde hinreichend oft vorkommen. Das schlechte Gewissen werden sich einige vielleicht sogar noch abtrainieren. Das ist, und im Vertrauen darauf, risikobewusst leben, oder vielleicht sogar waghalsig, machen wir das. Bungee Jumping ist dann auch so etwas Ähnliches wie stehlen, nicht nämlich risikobewusst leben. Nicht? Nur im einen Fall setze ich das Leben aufs Spiel, im anderen Fall setze ich nur eine juristische Folge oder nehme ich sie in Kauf. Warum brauchen wir überhaupt so eine moralische Idee in einer Gesellschaft? Weil das gibt es ja offenbar. Es geht dann mit Sicherheit deswegen, weil kein Mensch, selbst wenn er sich einbildet, nur für sich alleine lebt. Weil er an irgendeiner Stelle auf andere angewiesen ist, und zwar entweder als Zuträger, die er dann mindestens am Leben halten muss, damit sie das tun, was er von ihnen erwartet, oder aber in der Familie diejenigen, mit denen er zusammen leben will, zumindest auf befristete Zeit, und deren Interessen er zumindest partiell ein Stück weit mitverfolgt. Ich halte es empirisch für ausgeschlossen, nachzuweisen, dass niemand auch die Interessen irgendeines anderen zumindest teilweise mitverfolgt. Irgendwo verfolge ich nicht nur mein eigenes Interesse, sondern auch die meines Partners oder... Und warum tue ich das? Weil ich jemanden brauche. Das heißt, ich berücksichtige das Interesse des anderen aus originärem Egoismus. Aus originärem Egoismus, wobei das sehr weit geht, der an, ich brauche zum Beispiel die Bewunderung des anderen, die Anerkennung des anderen. Mhm. Ohne diese Anerkennung, die ich etwa nur mir selber zukommen lasse, das reicht nicht. Ich möchte auch öffentliche Anerkennung, unter Umständen, wenn ich nicht schon mit der Anerkennung in der Familie zufrieden bin. Dazu muss ich ein Stück weit die Interessen dieser anderen mitverfolgen, damit sie Anerkennung gewähren. Bedeutet das nicht, dass wenn wir generell in der Wirtschaft und in Unternehmen zurzeit beobachten, dass sie immer enger miteinander kooperieren, die Interaktionswerte immer enger werden, dass dann auch gerade dieser Aspekt der Moral eigentlich intensiver werden müsste, weil die immer mehr auf die anderen angewiesen sind? Ich bin nicht sicher, ob nicht die schiere Größe eines Unternehmens eine gegenläufige Tendenz bewirkt. Das heißt, dass die mangelnde Kenntnis der Mitspieler, die ich nur einmal im, weiß ich, vier Wochen überhaupt zu Gesicht kriege und dann vielleicht nur am Bildschirm, verhindert, dass überhaupt so etwas wie die Erwartung einer Anerkennung dieses anonymen Gegenübers entstehen kann. Das heißt, da wäre die These, dass also je mehr wir jetzt in solche virtuellen Strukturen reinlaufen, wir da vielleicht auf diese Art und Weise diese moralische Basis oder die Notwendigkeit für so etwas reduziert bekommen. Ja. Ja. Das wird, weil es das nicht ist, was wir erwarten. Und dann wird die Anerkennung verlagert in die Sphären, die überschaubar sind. Also den privaten Regelkreis der Bekannten und Familienangehörigen oder aber engerer Mitarbeiter, mit denen zusammen es noch einen privaten Umgang gibt. Sodass dann also das Großunternehmen keine Rolle mehr spielt. Für kleinere ist das sicher anders. Ja. Oder wir zurzeit in Unternehmen beobachten können, ist ja auch ein ganz besonderes Diskussionsfeld, die Idee,
die moralische Verantwortung gerade der Leute, die für Personalverantwortung tragen. Ja. Das ist zurzeit ein ganz zentrales Thema. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also die Idee, Sie haben das Unternehmen, und da haben Sie irgendwie einen Personalverantwortlichen. Ja. So, und der steht jetzt zwischen der Welt. Mehr oder weniger. Er ist irgendwie Teil des Unternehmens, ist aber irgendwie auch für seine Mitarbeiter im weitesten Sinne verantwortlich. Deswegen ist bei uns eine heiße Diskussion die Idee, gibt es moralische Grundsätze, die speziell auch für ihn gelten? Ja. Das steht ja in einer relativ schwierigen Situation zurzeit. Er muss beispielsweise Leute entlassen, es geht so weit, das ist eine hitzige Diskussion bei uns. Er muss in vielen Fällen auch Mitarbeiter ganz gezielt anlügen, das ist zurzeit eine hitzige Diskussion, die in die Richtung geht, Sie wissen, dass Mitarbeiter entlassen werden müssen. Das wissen Sie aufgrund von internen Daten. Sie wissen aber auch, dass das noch nicht offiziell bekannt gegeben werden darf, weil sonst der Aktienkurs rutscht und noch mehr entlassen werden dürfen. Das heißt, so gesehen müssen Sie ganz frech eigentlich Ihre Mitarbeiter anlügen. Wenn die Beteiligten das wissen. Ja, die wissen ja nicht, dass sie angelogen werden. Dann wären sie nicht angelogen worden. Das stimmt nicht. Wenn ich generell weiß, dass bestimmte Verlautbarungen nicht der Wahrheit entsprechen, weiß ich ja noch nicht, welche das ist. Okay, das ist dann nicht das. Ja, dann weiß ich noch nicht, welche. Das heißt, wenn ich grundsätzlich die Mitarbeiter mit dem nötigen Misstrauen ausstatte, keiner Verlautbarung zu trauen, dann kann ich solche Strategien, die zum Beispiel den Aktienkurs stabil halten oder was immer die Rechtfertigung sein mögen, durchsetzen, ohne schlechterdings die Erwartung nicht zu lügen zu verletzen. Das ist eine Zentimeterregel. So nach dem Motto, ich teile dich hiermit mit, misstraue mein Mitteilung. Ja, ja. Da muss man mal drüber nachdenken. Das wäre ein spannender Punkt. Der würde zumindest viele Personalverantwortliche aus sehr vielen Problemen raushelfen. Also, das würde eine bestimmte Erziehung natürlich führen. Ich habe in meinen eigenen Vorlesungen immer meinen Studenten gesagt, bitte, wenn Sie hier was lernen wollen, bitte glauben Sie mir nicht. Okay, Sie glauben, sollen Ihnen aber zumindest nur so weit glauben, dass Sie sich nicht bewusst belügen. Nein, natürlich nicht. Aber das ist ein Unterschied, der verstehe ich. Aber Sie sollen sozusagen selber überprüfen, kann das überhaupt, hat das überhaupt Hand und Fuß oder nicht. Ein gezieltes Erziehung zum Misstrauen ist natürlich auch eine Aufforderung, sich gegebenenfalls über andere Quellen davon zu überzeugen, ist das jetzt richtig oder nicht. Loyalität ist doch eigentlich etwas, was häufig, wenn man sich diese Sache anguckt, so als ein moralischer Wert irgendwo erwähnt wird. Zu Recht? Zu Unrecht? Das ist eine sehr schwere Frage. Sie gehört ja eigentlich in eine feudale Gesellschaft. Inwiefern eine feudale Gesellschaft? In der Loyalität zum obersten Landesherrn oder dergleichen erwartet wird, dessen er übernimmt meinen Schutz, dafür bin ich ihm loyal. Wenn, auch wenn er brutal zu mir ist. Auch wenn er brutal ist, weil ich vorausgesetzt, er erfüllt noch diese Schutzpflichten, sonst ist natürlich die Loyalität kann gekündigt werden. Ja. Dann wird er eben gestürzt oder so etwas. Diese selbe Bedeutung von Loyalität heute hat einen merkwürdigen Nebenton, so ähnlich wie das Ehrenwort, auf den sich ja manche Politiker berufen. Ja. Was auch irgendwie nicht passt, sondern so eine Art Konkurrenz zum allgemeinen zur allgemeinen Gesetzeslage in Anspruch genommen wird. Loyalität hat ja auch so einen Nimbus, als könne man mit der Loyalität gewisse Gesetzeslagen aushebeln oder zumindest neutralisieren. Das sollte nicht sein. Also Loyalität kann heute sinnvoll, glaube ich, nur in einem privaten Rahmen eine Funktion haben. In der Familie oder in keinem Freundeskreis oder dergleichen. Einer Familie, einer Firma zum Beispiel gegenüber loyal zu sein, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich nehme an, in Japan hat es sowas noch bis vor kurzem gegeben und jetzt ist es zusammengebrochen. Ja.
Wobei Loyalität ja bei uns eigentlich als eine zweiseitige Beziehung eigentlich gesehen wurde. Mhm. Der Feudal, ja. Herr in Anführungszeichen, ja. sorgt für seine Mitarbeiter, ja. auch da wurde das Wort ja loyal. Genau. Ja. Das steht auch in beiden Richtungen. Und heutzutage ist aber gerade, wenn man diese Generation Y diskutiert, also diese neue Generation, das ist die New Economy, da ist das Wort, sie sind teilweise mit einer sehr geringen Loyalität ausgestattet. Das heißt, was immer wieder rankommt, bedeutet, sie gehen, wann sie Lust haben, sie arbeiten, wann sie Lust haben, und es ist ihnen relativ egal, was eigentlich das Unternehmen beispielsweise nach dem Ausscheiden, nach dem plötzlichen Ausscheiden der Mitarbeiter erlebt im Sinne von Markteinbrüche, im Sinne von Produktzusammenbrüche etc. So gesehen ist gerade diese Diskussion, das ist bei uns ein ganz scharfes und starkes Wort, weil gerade, Sie haben das mit der Unternehmenskultur angesprochen, gute Personalarbeit gilt bei uns, vielleicht fälschlicherweise, sehr häufig diese Idee, wir kriegen eine Kultur, wo die Mitarbeiter auch loyal zum Unternehmen stehen. Ja. Und da suggeriert man, das ist vielleicht ein Ehrenwort, das ist eine schöne Sache, suggeriert man irgendetwas, was neben der gesetzlichen Regelung steht. Also ich würde spontan sagen, das ist ein grandioses Täuschungsmanöver. Würde ich ganz spontan dazu sagen. Wer täuscht? Vermutlich beide Seiten. Sie täuschen ein Angewiesensein aufeinander vor, was sich nicht durchhalten lässt. Angesichts der Marktlage zum Beispiel. Okay, was wir nicht durchhalten wollen. Und möglicherweise sogar nicht durchhalten wollen. Ich wollte jetzt gar nicht mal so weit gehen. Ob es von Anfang an nicht mehr gewollt ist. Aber mit einiger Sicherheit kann es nicht durchgehalten werden, so wie Unternehmen funktionieren. Wie kann man sowas in einem Unternehmen thematisieren? Also zurzeit haben wir bei uns die Situation, dass was Sie grandiose Täuschungsmanöver nennen, das als ein absolutes Involt gilt, wir sind loyal und ihr seid loyal und wir sind alle beide loyal. Das wird gesagt. Und das wird geschrieben und gedruckt und wenn wir die Firmenbroschüren uns angucken, da steht ganz groß auf tollen Papier drin. Und das wird auch geglaubt? Ob das geglaubt wird, kann ich jetzt empirisch, würde ich jetzt sagen, nicht nachvollziehen. Ja. Aber es wird zumindest gesagt. Also, gibt es auch kritische Untersuchungen etwa darüber, über diese Art Verlautbarung und wie sie sich einlösen? Also gibt es sozusagen eine Art Bestätigung oder Widerlegung, dass das in der Tat so funktioniert? Also gibt es zumindest gegenwärtige Untersuchungen, die belegen, dass dieser Nimbus der Loyalität zurückgeht. Wobei interessanterweise jetzt nicht gesagt wird, dass das Täuschungsmanöver eigentlich an sich zurückgeht, weil nicht an diesen Satz angesetzt, sondern wird argumentiert, dass die Loyalität zurückgeht. Ja. Ja. Das ist das Paradox. Es wird nicht gesagt, wir täuschen, vielleicht täuschen wir mehr oder weniger, sondern es wird weiterhin von dem realen Objekt der Loyalität diskutiert. Das ist der gegenwärtige Punkt. Ja. Das macht es auch so schwierig, in Unternehmen gegenwärtig über so Dinge zu diskutieren, wie Moral, wie Verfahrensregeln außerhalb eines gesetzlichen Spielraums. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass, das ist natürlich jetzt eine Frage, die auch von Unternehmensgröße abhängt und natürlich auch andere Institutionen betrifft, dass hinreichend überschaubare, projektbezogene Unternehmungen, die vereinbart sind, nur eine überschaubare Zahl von Personen einschließen und einen begrenzten Zeitraum einschließen, dass für solche überschaubaren Projekte oder Maßnahmen gegenseitige Verlässlichkeit erwartet und auch eingefordert werden kann, aber nicht darüber hinaus. Das also, weil dann die Reichweite unbestimmt bleibt. Und ich bin also eigentlich ziemlich sicher, dass so etwas wie Loyalität nur funktioniert, wenn der Bereich spezifisch bestimmt ist und nicht durch eine quasi anonyme Größe. Ja, nicht generell, sondern sehr spezifisch. Also je spezifischer man mit dem Loyalitätskonstrukt wird, würden Sie sagen, umso eher die Wahrscheinlichkeit ist doch wieder zu mit Sinn zu erfüllen. Ja.
Wenn wir nochmal zur Ethik zurückgehen, also unabhängig von der Logik, die wir erforschen wollen als Wissenschaftler, wenn wir uns diese Figuren mal angucken. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie oder sie oder eines von denen diese Figur darstellt, aber es gibt ja einige Leute, die sich ja sehr intensiv den Kopf zerbrechen über diese moralischen Grundsätze, die darüber nachdenken, unabhängig von der empirischen Forschung, die gucken, ob die in irgendeiner Form eingehalten werden. Gibt es heute irgendwelche Institutionen, also entweder jetzt diese Forscher oder unsere Regierungen oder irgendetwas hier oben, was wir jetzt nicht näher definieren können, das uns ein bisschen dabei hilft, so eine moralische Basis, von der wir ja alle sagen, sie wäre gut, wenn wir sie irgendwie hätten. Was sie ist eine gewisse richtungsweisende Linie und verhindert vielleicht ein bisschen Irritationen. Das wäre eigentlich, oder würden Sie da... Früher haben, ja, noch Sonntagsschule, ich wollte mal kirchliche Institutionen benutzen, oder dann überhaupt die Erziehungsträger, also Schule, Hochschule, solche Funktionen einer relativ einheitlichen Ausbildung von Verhaltensweisen, auf die man erwarten kann und die auch eingehalten werden, dafür gesorgt, das gibt es derzeit nicht mehr. Deswegen haben Ethikräte und dergleichen Hochkonjunktur, die nämlich angesichts der divergierenden, häufig sogar konfigurierenden Regelungen irgendeine Art, ja, wie man es heute sieht, Mehrheitsentscheidung auch in Fragen moralischer Regeln zustande bringen sollen, was ja irgendwo in sich töricht ist. Sie beobachten das eher negativ. Ja, moralische Regeln nach Mehrheitsentscheidungen in Kraft zu setzen, ist ja töricht. Es sei denn, es sollen gesetzliche Regelungen getroffen werden. Wenn wir die Gesetze kriegen, ist das ja eine Schiene. Da ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Aber keine Ethik dafür. Dafür brauchen wir nicht. Das heißt, den kann man ja vielleicht auch für die gesetzgebende Maschinerie natürlich dann mit einfließen lassen. De facto hat das Parlament ja so etwas, aber das ist eine eigene Geschichte. Was nötig ist und heute kaum zu sehen ist, wie gehen wir mit konfigurierenden oder zumindest nebeneinander existierenden Traditionen sich zu verhalten um. Man versteht sich ja unter Umständen dann schon in den Generationen in einer Familie nicht mehr richtig. Geschweige denn im öffentlichen Umgang, an der Universität oder sonst irgendwo, weil ganz verschiedene Erwartungen herrschen. Was macht man da? Dafür gibt es keine Präzedenzen. Das heißt, Sie würden argumentieren, unabhängig von Ideen, an der Universität jetzt aber das ist eine neue Diskussionsrunde, und das zeige ich Ihnen als Abhang zu gehen. Das wäre eine ganz neue Diskussionsrunde, aber ich würde den einen Gedanken von Ihnen gerne nochmal kurz anschieben. Sie würden sagen, es ist also nicht nur jetzt die Linie quasi, diese eine Moral in Führungsklassen zu finden, zu lokalisieren, zu fixieren, sondern Sie würden sagen, also die Herausforderung in diesem ganzen Umfeld wird eher darin liegen, zu diskutieren, wie wir verschiedene Streamings in irgendeiner Form nebeneinander Miteinander verträglich machen. In einer Art Kernbereich, früher hätte man von der Agora gesprochen, in der sich alle treffen können und wo sozusagen eine Art neutral jetzt im Sinne von die nicht die von allen anerkannten, falls es das eben gibt, und das brauchen wir. Wir brauchen einen Zentralbereich, in dem vielleicht nicht viele, aber einige allgemein anerkannte Regelungen herrschen. Da möchte ich so viele Unternehmen hoffen, dass zumindest die Unternehmen sich relativ bald in die Lage versetzt fühlen, diese Regelung zu finden. Und der nächste Punkt, der aber nicht ein heutiges Thema sein kann, zumindest in dieser Zeit leider aus, der nächste Punkt wäre auch die Frage der Regierungen, wie die sich in diesem Umfeld verhalten. Aber das kann heute nicht nur der Punkt sein. Recht herzlichen Dank, bis zur nächsten Sendung und tschüss. Danke.